Hier ist wieder der Knochenbruder und willkommen zu einem neuen Part von Paper Mario Color Splash. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass das letzte Video ja so asynchron war. Ich habe nämlich vergessen, im letzten Part bei meiner Capture Card auf Aufzeichnung starten zu drücken. Damit habe ich nur mit meinem Audiogerät aufgenommen. Zum Glück auch das Bild, aber wie ich schon sagte, ist dies asynchron und ich möchte mich dafür tausendmal entschuldigen. Deswegen nehme ich jetzt noch ein paar hinterher auf und ich hoffe einfach. Es ist mir schon mal passiert, sowas kann passieren. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Es war jetzt ein bisschen ärgerlich, aber gut. Ich hatte heute sowieso nicht so einen guten Tag, deshalb kann man da noch ein Auge zudrücken, hoffe ich. Ansonsten bitte hasst mich nicht dafür. Was machst du eigentlich hier rum? Mario! Ich hatte übrigens auch einen Kacktag. Ich möchte aber nichts weiter dazu sagen. Also, vergiss es einfach. Das hier ist ein sehr wichtiger Ort für meine fünf besten Freunde und mich. Du hast beste Freunde. Wir haben sechs und ja, immer hier getroffen, zusammen gespielt und Witze erzählt, Lieder gesungen, Eiscreme gegessen, gedabbt und weiß schon, so Sachen halt. Wir waren die sechs besten Freunde, die es jemals gab. Doch irgendwann haben wir uns aus den Augen verloren. Aber sieh nur diesen Brief an, den ich von einem meiner Kumpels bekommen habe. Wenn die Blüten wieder blühen, dort, wo wir uns trafen, werden wir uns wiedersehen. Oh, Junge. Mein alter Freund Pirandolf hat mir diesen Brief geschickt. Er war noch nie sehr gesprächig. Dafür konnte er super mit Pflanzen umgehen. Und weißt du, was noch in dem Briefumschlag war? Ein Samenkorn. Ich werde es einmal hier an unserem alten Treffpunkt einpflanzen. Er schreibt schließlich, dass wir uns wiedersehen werden, wenn Blüten blühen. Also ist es ein Versuch wert. Das würde ich dir sogar raten, diese Samen einzupflanzen. Ich wünsche dir viel Glück und hoffe, dass du wieder mit deinen fünf besten Freunden zusammentriffst. Ansonsten würde ich sagen, dass wir uns ins nächste Level stürzen und ich nicht hier runterspringen kann. Warum nicht? Nur weil da unten Wasser ist und Mario aus Papier besteht und dies für Mario echt nicht gut wäre, weil Papa. Was, Papa? Ich meine natürlich Papier. Nicht Marios Papa. Ich will aber. Ah, wobei man sich ja fragt, wer denn überhaupt Marios Eltern sind, wie sie aussehen, woher sie kommen. Naja, gut, ist ja klar, aus dem Pilzkönigreich, wer sollen sie denn sonst kommen? Ist Peach vielleicht Marios Schwester? Das würde mich mal interessieren, Nintendo. Ja, Mario, du hast wieder Post. Sehr geehrter Mario, uns wurde mitgeteilt, dass du unsere Teekanne mit lila Blumenmuster gefunden hast. Wir können den Teilnehmern der Teeparty unmöglich einen Tee in einer Kaffeekanne servieren. Das geht mal gar nicht. Wenn es also keine Umstände macht, wäre es vielleicht möglich, dass du uns die Teekanne auf schnellstem Wege zukommen lässt. Wäre das super. Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen. Hotel Ultramarino. Ich werde mich da nie wieder melden, weil sie mir keinen Rabatt auf ein Hotelzimmer gegeben haben. Hier ist noch ein Brief. Der legendäre Schnickschnack-Schnuckkönig ist erschienen, um seinen Thron zu verteidigen. Wer ihn besiegt, erhält eine besondere Karte. Ja, den habe ich leider schon geschlagen. Den in Arena 1 hatte ich. Ja, obwohl, der war ziemlich unfair zu mir. Warte mal, habe ich den nicht im First Try geschlagen? Ich weiß nicht mehr. Schon so lange her. Nicht vergessen, alte Briefe kannst du wieder und wieder durchlesen. Interessiert mich nicht tot. Außerdem kann es sein, dass in diesen Briefen irgendwelche Veränderungen durchgenommen wurden und diese nicht wiedererkenne, deshalb lass mich nur damit. Gut, ich hatte ja noch vor, neue Karten zu kaufen. Wo befand sich denn der Kartenmarkt? Wollte ich sagen, der Kartenladen. Kartenmarkt, Kartenladen ist ja beides das gleiche. Wo befindet sich denn dieser hier? Wenn wir nämlich ein paar neue Hammerkarten holen. Oh, und anscheinend hat er sein Sortiment erweitert. Sehr interessant. Ich möchte was kaufen. So. Maxi-Pilz wäre nicht schlecht. Noch ein, vielleicht noch ein. Ah, wir können ruhig mehr Maxi-Pilze mitnehmen, so wie auch normale Pilze. Ein paar Wurfhammer wären nicht schlecht.
Oh, große Hammer auch nicht. K.O.-Hammer könnt ihr auch ein paar gebrauchen. Eisenschuhe auch. Also Eisensprünge natürlich. Große Schuhe. Na, was denn noch? Eingefärbte Eisblume, sowie auch eine Feuerblume, Powerblock kann man immer gebrauchen. Was gibt's denn noch? Die Doppelhämmer. Pushen bin ich kein Fan von in diesem Spiel. Da das Timing dieser sehr schwer ist für mich, als es jetzt in Sticker Star der Fall war, da war das Timing der Pushen nicht so schwer auszuführen, aber gut, lassen wir das. Gehen wir lieber ans nächste Level. Ich bin heute so voller Elan, ich weiß auch nicht. Naja, gut. Die schlechte Laune verfliegt auch irgendwann und danach folgt die gute Laune. Ja, gut. Machen wir einfach weiter. Im kleinen Wald. Nicht in diesem Level hier. Bonsaihain. Was ist denn da los? Wieso sind die Bäume da so klein? In diesem Fall werden wir nun auf den Grund gehen. Bin ja mal gespannt, was es da so für Gegner gibt. Hier ist ja auch alles so riesig. Dieser Kamek muss ein ganz schön mächtiger Magier sein. Naja, gut. Was Kamek so treibt, möchte ich nicht wissen. Hauptsache er verletzt keine Toads mit seiner dunklen Magie. Oh, plötzlich war dieser Shy Guy da und zuerst dachte ich noch, der sagt mir Hallo. Aber dann ist der mit einem Strohhalm auf mich losgegangen. Mein ganzes Leben ist an mir vorbeigezogen. Du weißt nicht, wie schrecklich dieses war. Naja gut, es waren auch ein paar gute Momente dabei, aber ja. Die musste ja nicht wissen. Ich dachte, er lässt mich vielleicht in Ruhe, wenn ich so tue, als wäre ich ein Baum. Das mache ich ja manchmal reflexartig, aber er hat es gemerkt. Er scheint also nicht so dumm gewesen zu sein. Ich schätze, an meinen Schauspielkünsten muss ich noch arbeiten, bis später mal. Es ist doch nicht so schwer, einen Baum zu imitieren, aber gut. Wenn er das nicht kann, dann muss er halt dranbleiben. Oho! Uhu! Da ist ein Rattatoad, der versucht, eine Rübe aus einer Röhre zu ziehen. Hey Kumpel, was hast du vor? Ich bin der Anführer der gelben Rittertoads. Wir sind hier, um dich bei deinem Abenteuer nach Kräften zu unterstützen. Zumindest theoretisch. Wir wurden informiert, dass dir diese Röhre den Weg versperrt, also sind wir gleich angerückt. Aber keiner der 11 Toads meines Trupps ist bisher angekommen. Bin mir nicht sicher, ob sie meinen Zettel am Kühlschrank nicht gelesen haben. Aber gut, meine Schrift ist so liederlich, dass sie fast keiner lesen kann. Deshalb haben sie statt hier am Treffpunkt treffen, macht Urlaub gelesen. Wenn du gelbe Toads triffst, dann hol sie zu mir in der Retterrothund. Was? Retterrothunde in Port Prisma siehst, schick sie bitte her zu mir. Ja. Du könntest auch Pause machen, also keiner hier, der unbedingt möchte, dass du, aber gut, wenn du meinst, dass dich Mario dafür dann anscheißen würde, mach deinen Job und faulenze nicht. Eine Pause könnte dir echt nicht schaden. Na gut, wenn er meint, dann, wenn ihm Arbeit Spaß macht, dann soll er sich weiter ausführen. Gut. Wir bekommen einfach einen Farbstein hinterhergeschmissen. Und können in die Arena 3 gehen. Und es erscheint eine weitere neue Arena. Ne, warte mal, Arena 3 ist falsch. Das ist die Arena. Doch, die Arena 3! Ich hatte recht. Ja. Ist das ja wahrscheinlich die Arena 4, genau. Und wir könnten sogar schon zum Holunder. Zur Holunder-Passage. Im Hintergrund ist ein großes Schiff zu sehen.
Vielleicht treffen wir einen Kapitän. Oder vielleicht sogar Piraten. Hey, das wäre gar nicht mal so schlecht. Bistro. Also, warte mal, wann? Warte mal, habe ich dieses. Habe ich das nicht schon mal gemacht? Kann es sein, dass ich gerade ein Déjà-vu durchlebe? Weil wir waren doch schon mal in der Bistro-Oase. Doch, wir haben dieses Level schon mal gespielt. Ja, hier waren wir schon mal. Deswegen werde ich die Texte skippen und sie daher nicht vorlesen. Das wissen wir schon. Gut, hier ist der gelbe Retter-Toad. Ihr müsst nämlich wissen, dass ich ein Part aufgenommen habe im Goldenen Kolosseum, als ich gegen Iggy gekämpft habe. Dieser jedoch gelöscht wurde, oder ich nicht mehr an ihn herankam, da zu diesem Zeitpunkt mein Laptop kaputt war. Ich jetzt auf meinem zweiten Account alles nochmal spielen durfte. Jedes Level nochmal. Ich deshalb auch dieses Level nicht gespielt habe. Deswegen wir uns auch nochmal diese kurze Kamerafahrt mal anschauen konnten. Ja, vom Moment hatten wir doch schon alles. Da. Ja, das kennen wir schon. Auf! Ja, ist ja gut. So, hier können wir nichts weiteres mehr machen, außer diesen schönen weißen großen Fleck zu betrachten. Deswegen verlassen wir dieses Level unverzüglich und gehen stattdessen, ja, welches Level können wir denn noch betreten? Weiß es gar nicht. Hier ist der gelbe Retter-Toad. Wir könnten. Wo können wir denn hin? Warte mal, war dieses Level nicht auch in dem einen Part freigeschaltet worden? Na, besser gesagt, wurde freigeschaltet. Ich denke mal, wir betreten das Level Nunda Passage mehr, weil irgendwie scheint kein anderes Level da zu sein, das wir sonst betreten können. Naja, gut, gucken wir uns diesmal an. Was denn hier so alles gibt. Vielleicht treffen wir ja, wie schon gesagt, auf Piraten. Ne, das Segelschiff ist ja nicht umsonst auf der Overworld abgebildet. Okay. Das sieht nicht gut aus. Mario, die Lage ist ernst. Oh, ein Teil des Meeres ist völlig ohne Farbe, das ist wirklich ernst. Vielleicht ist es gestresst von den ganzen Schiffen, das Meer sollte wohl dringend mal blau machen. Nein, 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 das meine ich nicht. Oh, Junge. Bist du verletzt? Alles in Ordnung? Das dort ist unser Schiff, aber es wurde vom Feind geentert. Wir haben die Retter-Toads bereits verständigt, aber naja, es sind eben die Retter-Toads.
Jungs, beruhigt euch doch mal. Möchte gern Rabauken. Oh nein, der Beschuss hat die Barrikade zerstört. Dieses farblose Meer macht mir Sorgen. Das sollten wir untersuchen. Sieht so aus, als hätten wir es nur mit Scheigeist zu tun. Sollte ja zu schaffen sein. Tatsächlich ist dies nicht so einfach, wie du es dir eigentlich vorstellst, Fabian. Denn, naja, die ballern einfach wie verrückt mit dessen Kanonenkugeln rum. Was ich an sich echt frech finde. Die verballern einfach deren Munition. Was soll das? Der Feind hat nicht nur das Schiff gekapert, sie ballern auch noch wie wild mit den Kanonen herum. Ganz schön frech. Er hat einfach den Satz wieder gespiegelt, den ich gerade gesagt habe. Wow. Was hast du denn für ein Problem? Ja, danke Mario. Wir haben unsere letzten fünf. Genau. Unsere besten fünf gelben Rettertaus auf diese Mission geschickt, aber wir kommen hier nicht weiter. Ich behalte das Gefecht im Auge, hol du die anderen Rettertoads. Ohne Ansage, ohne. Na gut. Dann. Ist es halt so. Oh, hier ist noch ein Rettertoad. Ich dachte, das Fass auf dem Kopf würde mich vor den Kanonenkugeln schützen. Er konnte an, dass ich so nichts sehe. Man lädt nie aus. Könntest du dann bitte zu deinem Chef zurückkehren, wenn du so lieb bist? Ich habe ja keine Lust, wir schauen lieber dieses wundervolle Segelschiff. Kann ich bitte, danke. Was fällt denn eigentlich ein fremdes Schiff zu kapern? Das gehört sich nicht wirklich. Ich komme hier gar nicht rüber. Kann ich denn sonst irgendwas hier machen? Bisher noch nicht viel. Hey, ist das denn der Captain des Schiffs? Scheint wohl so zu sein. Aber warte mal, müsste er da nicht auf dem Schiff mit drauf sein? Hat er etwa vor zu fliehen? Also, ich weiß ja, dass Kapitäne eines Schiffs sich Sorgen um ihre Crew machen, wenn das Schiff gekapert wird, jedoch einfach diese im Stich zu lassen, finde ich schon echt arg unfair und überhaupt nicht verständlich. Also, das sollte er sich hinter die Ohren schreiben, nicht einfach seine Mannschaft im Stich zu lassen. Und jetzt sind sie alle auf mich aufmerksam. Ey, was willst du, du Landratte? Etwa dieses Schiff kapern? Lächerlich, das gehört nämlich uns. Genau auf diesem Schiff soll ein großes Geheimnis über das Olander-Atoll versteckt sein. Und wie der weiß, sind große Geheimnisse dafür da, geklaut zu werden. Und jetzt bist du fällig. Na gut. Wenn ihr unbedingt kaputt gehauen werden wollt, dann mache ich dies mit Vergnügen. Ja, ich habe nämlich Spaß dran, Shy Guys so richtig ein von Latz zu hauen. Auch wenn die Nutzung des großen Hammers jetzt nicht unbedingt nötig war. Ich unbedingt diesen Kampf so schnell wie möglich hinter mich bringen will. Ja, und diese Typen so oder so und sich nichts können. Lieber einfach als es kompliziert zu regeln, ne? Oh! Unsere Farbfüllleiste wird erweitert. Das ist super, jetzt können wir mehr Farbe tragen. Kann ich. Nein, okay. Dieser Tod hat eine lachhafte Vorstellung geboten und jetzt bringst du uns zum Lachen. Nee. Eher andersrum. Ihr bringt mich zum Lachen. Ach ja. Na gut, wenn ihr immer noch nicht gelernt habt, dass man andere Tods nicht ärgern soll, muss ich es euch leider beibringen. Nämlich in Form von Schlägen.
Bam. So, der Schild wird dir nicht helfen. Doch, wird er. Ach, kann ich ihn... Ja, okay, hat sich erledigt. So, die Feinde wurden ausgelöscht. Was? Ich hab's geschafft. Ich hab sie besiegt. Die hat keine Chance gegen mich. Naja, gut. Lassen wir ihn einfach seinen gedankenfreien Lauf und lass ihm denken, er hätte die Scheigeist erledigt. Ja, auch eigentlich egal. Hauptsache er ist glücklich. Niemand unterbricht mich ungestraft beim Kielholen. Die Strafe dafür ist... Was? Kielholen? Du wiederholst dich. Oh, die haben auch Schilde, ne? Ja. Ja, schon wieder zwei Strohhalmgeist. Na gut. Grillhammer. Ist jetzt wirklich Grillhammer? Wie jetzt wissen. Nee, Feuerhammer. Kaiserspiel schießt Grillhammer. Den Namen fand ich definitiv besser als diesen hier. Aber gut, Feuerhammer ist halt. Ja. Auch okay. So, leicht Matrosen. Ihr werdet jetzt unter Deck gehen. Mit unter Deck meine ich ins Wasser. Oder anders gesagt, ihr werdet über die Planke gehen, so ähnlich. Ich bin leider kein Pirat und bin auch sehr schlecht, mir solche Sprüche einfallen zu lassen. Ist auch egal. Auf die Bugspriet ist... Ja, wurde ich in die Ecke getrieben. Ist das bald dramatisch? Vielleicht, wenn du keine Höhenangst hast. Dann sollte das klar gehen. Jedoch warst du in einer ziemlich gefährlichen Situation, weil er stand hier und ein falscher Schritt und... Hier ist zwar kein Wasser, jedoch wenn hier Wasser wäre... Ja... Dann wäre es das mit ihm gewesen. Aber gut, der Part ist zu Ende. Er mit drei Ritter tot. Der vierte befindet sich dort oben. Und wie wir diesen befreien werden, seht ihr im nächsten Part. Denn der Part ist zu Ende. Wieso zum nächsten wieder? Bis dahin. Ciao.